Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 26. bis zum 31. Juli 2019. Was war das für ein Tag gestern? Es wurden historische Werte erreicht. Der absolute Höchstwert liegt in Lingen an der Ems mit 42,6 Grad, gefolgt von Duisburg mit 41,2. Das sind schon starke Werte, muss man sagen. Auch Kleve mit 40,9 Grad ist dabei und auch noch viele weitere Städte in Deutschland knackten gestern die 40 Grad Marke, sowie auch Frankfurt. Aber wie geht's jetzt nun weiter? Am heutigen Freitag gibt es doch noch mal durch Tief Vincent einen kleinen Wärmeschub nach Deutschland. Das betrifft aber nur den Westen, Nordwesten von Deutschland. Es werden nochmal bis zu 41 Grad erwartet. Im Rest des Landes kühlt es sich langsam ab. Aber es werden immerhin noch 30 bis 35 Grad erreicht. Ein wenig angenehmer wie gestern, aber trotzdem noch ziemlich heiß. Am Freitag, Nachmittag und Abend können auch die ersten Schauer und Gewitter ziemlich heftig ausfallen. Die treten vor allem in Westdeutschland auf und auch am Niederrhein. Am Samstag gibt es dann bundesweit fast starke Gewitter. Die meisten Niederschläge fallen dabei im Westen und Südwesten. Der Nordosten kommt noch trocken hinweg, da bleibt es heiter. Es werden 33 Grad höchstens erreicht. Sonst 26 bis 30 Grad, an den Küsten 23. Der Sonntag wird wieder etwas angenehmer, nur noch im Südosten und Osten treten vereinzelte Gewitter auf. Das Schauerrisiko nimmt auch ab. Insgesamt bleibt es aber etwas wolkiger bei 21 bis 32 Grad. Die Aussichten für die kommende Woche schauen auch ziemlich rosig aus. Es werden am Montag wieder bei einem sehr trockenen, sonnigen bis leicht wolkigen Tag 21 bis 30 Grad erreicht. Dienstag mit ein paar Schauern dazwischen, sowie auch am Mittwoch seht ihr, es wird wieder angenehmer. 18 bis 28 Grad am Dienstag, 19 bis 24 am Mittwoch. Aber ab dem 1. August gehen die Temperaturen wieder nach oben. Bis zum Wochenende können wir dann im Westen wieder die 30 Grad verzeichnen. An manchen Orten sogar schon am Donnerstag. Das war's von mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt nochmal diesen heißen Freitag und am Wochenende wird es definitiv kühler. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und kommt gut in die neue Woche. Wir hören uns demnächst. Bye bye, euer Cedric.